Derek Dinger, Glückwunsch zu einem hart umkämpften Sieg. Erzähl, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie du richtig sagst, hart umkämpft. Ne? Ist ein Derby. Das ist das zweite jetzt. Letzte Woche gegen Ingolstadt haben wir es leider nicht hinbekommen, zu Hause zu gewinnen. Aber heute haben wir alles reingeworfen und ich denke, wir haben verdient gewonnen. Es war ein hartes Spiel und dafür spielen wir Eishockey. Ne? Das Spiel hat währenddessen, wie du gerade auch schon gesagt hast, eine harte Note bekommen. Du hast selber mitgewirkt. Wie kamst du den zwei Szenen, die kurz hintereinander waren? Ja gut, ich meine, bei meiner Szene war es halt so, dass von meiner Blindside sozusagen kam und mir fast ins Knie gefahren ist. Und dann habe ich ihm gesagt, wollen wir jetzt nicht auf Kamera haben, aber naja. Und dann ging es dann auch schon los. Ich bin jetzt kein großer Fighter, aber vor dem Weglaufen tue ich mir auch nicht. Gibt er dann auch einen Schub fürs ganze Team? Die haben dir applaudiert und dann ist da wieder ein gewisses Feuer drin. Ja, genau, das ist das, was wir brauchen. Wir müssen halt aufpassen, dass ich da keine extra Strafzeit nehme oder irgendwas, weil ich das anzettle. Aber solange wir beide uns da ausgleichen, also Straubing und wir, dann ist das in Ordnung. Und wenn es einen Push gibt, dann bin ich froh darüber. Ja. Genieß den Sieg, schönen Abend dir. Ja, danke, ebenso. Mike, Glückwunsch zu einem hart umkämpften Sieg. Wie hast du das Spiel von der Trainerbank draußen gesehen? Unsere Energie war gut, unser Biss war gut. Es war bis zum Schluss, es war verdammt eng. Jeder von uns hat viel investiert und ein Derby ist was Besonderes. Vor dem Haus viele Auswärts- oder Straubinger Fans waren da. Die Stimmung war bombastisch und zum Glück, die Jungs haben die 3 Punkte verdient. Irgendwann kam eine gewisse Härte ins Spiel. Hat sich das angekündigt? Woran lag's? Ich glaube, beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen und Emotionen spielen eine große Rolle in unserem Sport. Und es war gut, es war spannend. Wir freuen uns, dass die 3 Punkte da bleiben. Genießt den Abend, feiern ein bisschen. Danke. Justin Schack, congrats to the win. Congrats to your first curtain call. Take us through it. It's amazing. Never been a part of something like this. It's like a scene out of the movie 300 when Tully's going there and just calling the fans. The spirit, the energy, just awesome. You like it? It's amazing. Let's go back to the game. It was a very hard-fought game. Take us through the game. Yeah, I learned what the Derby match is all about tonight. Just, you know, it's going to war. It's having fun, being there for each other, and it's North American hockey here. I'm glad to be a part of it. You played your first couple of games now in Germany. You scored a couple of goals, and tell us, how do you like the style of play in Germany? It's fast tempo, push the pace mentality, quick transition through the neutral zone, hard fought battles, low, tips, screens. Just love playing hockey like this. So welcome to Augsburg. Enjoy the win. Have a good one. Thank you. Thank you.